Die Walter Pro SL66R, eine ja doch sehr, sehr starke und trotz alledem kompakte Taschenlampe. Und wenn ihr interessiert, was ich von diesem Teil halte und warum ich sie im Shop habe, ja, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossner vom Survival Shop Überlebenskunst, schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Walter SL66R und ja, das ist eine Taschenlampe, die doch deutliche Größe hat, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die kleine EDC-Taschenlampe, ja, ist aber sehr leistungsstark. Wir schauen es uns dann eh nachher draußen an, ich glaube 900 Lumen oder 950 Lumen, so ungefähr. Was mir gut gefällt, ist diese Fokusfunktion hier, das heißt, du kannst wirklich aufschrauben, einen Bereich zum Beispiel, ich möchte jetzt diesen Fokus haben und das verschiebt sich nicht, also das ist kein Schiebefokus, so wie man das von LED-Lenser zum Beispiel kennen, sondern das wird wirklich eingestellt, ich sage, okay, das möchte ich jetzt so haben und fertig. Und dann bleibt es auch so. Wir werden uns dann auch anschauen, was das konkret bedeutet. Was mir auch gut gefällt, ist dieser Clip hier, den man auch runternehmen könnte, wenn man das denn wollte. Und ja, ich habe das immer so seitlich in der Tasche hängen, damit kann man die Taschenlampe immer gut zugriffsbereit halten. So, und ja, taktisch, das heißt hinten bei einem Schalter. Wir schauen uns dann nachher auch an, was sie alles kann. Vom Betrieb her, ja, entweder mit Akku, und wo habe ich das jetzt? So, oder eben diesen Einschubbereich, da gibst du drei AAA, also drei AAAA Batterien rein und dann ist die Sache geritzt. Oder eben, das gehen wir weg, gibt es hier diese ja, Verkleinerung und dann kann ich einen handelsüblichen Akku mit reinknallen. Sache ist erledigt, wieder anschrauben und es kann schon losgehen. Bevor ich jetzt dann noch weiter rede über die Funktionalitäten, würde ich ganz einfach sagen, wir gehen raus und schauen uns an, was sie kann. Ja, ich bin an der Stelle, wo ich immer meine Lampentests mache. Das ist die Stelle, kennst du vielleicht jetzt schon. Und ich muss sagen, das ist wirklich nicht schlecht. Das ist der stärkste Modus und auch im absoluten Fokus. Also das ist wirklich echt fett. Also muss ich wirklich sagen. Und habe schon einige Lampen hier getestet an der Stelle und das ist wirklich top. Ja, das ist jetzt durch das Verdrehen, ja, das ist also der Weitwinkel, der ist auch einiges, wie ich meine. Gut, jetzt wollen wir es uns noch einmal anschauen. Das ist jetzt der zweite, ja, und dann das ist der kleinste Modus, ja. Und auch hier wiederum mag ich da zeigen, selbst der ist, wenn man jetzt fokussiert, ja, ein kleiner Scheinwerfer. Und ja, also es ist, wie gesagt, also ich mag das Teil aufgrund der Stärke wirklich, wirklich sehr. Und möchte noch einmal diesen Fokus zeigen, was einfach so arg ist, so irre, ja, geht so weit in die Distanz. Das ist wirklich für die Größe wirklich fett. Ich meine, ja, natürlich, es gibt noch stärkere Lampen und noch coolere Lampen und noch bessere Lampen und das ist eh ganz klar. Trotz alledem bin ich von dem Teil mal positiv überrascht und auch beeindruckt. Und kannst dir ans Herz legen, also wenn du ein Auge auf so diese Lampe hier oder auf so eine, in diese Kategorie eine Lampe geworfen hast, wo gehört die hin? Also das ist wahrscheinlich keine EDC-Lampe, also zumindest nicht bei mir. Das ist etwas, was in den Rucksack kommt. Das ist etwas, was bei Wanderungen mitkommt. Und auch dann, wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, wo ich sage, okay, ich brauche wirklich Lichtstärke. Wenn wir zum Beispiel abends einen Notfall haben und irgend wirklich jetzt Licht brauchen, dann ist das eine tolle Lampe. Vielleicht auch etwas fürs Auto, es ist alles dabei, es ist für den Zigarettenanzünder 12 Volt Anschluss dabei, Ladekabel, Ladestation, eine Tasche, also alles, was man so braucht. Und kann man also auch im Auto laden. 18650er Akku müsste das sein, lass mich ganz kurz nachschauen, damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Aber ist alles dabei, 18650er, ja, ganz genau, das ist der dazugehörige Akku. Und ja, also am Anfang habe ich mir gedacht, nur dieses einfach so rund und gar nichts, aber mittlerweile taugt mir das wirklich, wirklich gut. Und finde ja auch, dass der Rollschutz durch, seinen Rollschutz gegeben durch den Clip, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll, also tolles Teil, echt fette Lichtstärke. Und wenn es dich interessiert, ja, dann weißt du jetzt ganz einfach, woran du bist. Link zum Produkt in meinem Shop findest du. Schreib mal einen Kommentar. Hast du diese Walter Pro Lampe oder hast du Walter Pro Lampen? Was ist da deine Meinung dazu? Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da was schreibst. Da ein Abo, da geht es zum René Rossmann Messerkanal. Aber andere Videos zum Anschauen, hat mich gefreut, dass du dabei warst.
Dein Rainer Rossmann, bis bald.